Willkommen zur nächsten Etappe auf unserer Rundreise durch das Neurouniversum. Wir sind immer noch bei der Neurophysiologie, hier noch bei den elementaren, aber doch so wichtigen Grundlagen. Wer ein Haus bauen möchte, sollte ein stabiles Fundament zunächst anlegen. Und genau das tun wir mit all diesen schönen Grundlagenvorlesungen. Also, willkommen auf der nächsten Etappe. Wir sind bei den Synapsen angekommen. Zu Beginn der Vorlesung sprach ich über den erbitterten Disput zwischen den beiden genialen Wissenschaftlern Camillo Golgi und Ramón y Cajal. Und zwar ging es um die Beschaffenheit der Nervenzellen. Die Reticulum-Theorie Golgis, die besagte, dass das Nervengewebe eine Art Netzwerk darstelle, ein Reticulum, so nannte er das, wo alles einfach fließend ineinander übergeht. Ramón y Cajal, der vermutete, dass Neurone sehr wohl voneinander getrennt seien. Zwar räumlich auseinanderliegend, aber doch gleichzeitig mit engen Kontakten, die sie doch wieder auch verbinden. Das hat er schon richtig spekuliert und richtig vermutet vor weit über 100 Jahren. Erst in den 1950er Jahren wurde dieser Streit letztendlich endgültig, und zwar zugunsten von Ramón y Cajal entschieden, und zwar dank der Elektronenmikroskopie. Das Elektronenmikroskop, das ermöglichte die unvorstellbar kleine Lücke von 20 bis 50 Nanometern zu entdecken, zu erblicken. Und zwar diese 20 bis 50 Nanometer, die sich zwischen der Synapsenendigung des einen Neurons und des Dendriten des zweiten Neurons auftut. Diese Kontaktstelle zwischen zwei Neuronen also, diesen gab der berühmte Neurophysiologe Sir Charles Sherrington den Namen Synapse, so wie wir ihn heute auch noch kennen und verwenden. Also, wir halten fest, Nervenzellen weisen häufig eine recht komplexe Form auf, doch trotz ihrer Formvielfalt sind Neurone sehr wohl in sich abgeschlossene Zellen, Zelleinheiten. Abgeschlossene Neurone, die aber sehr intensiv mit anderen Neuronen, an vielen Stellen auch mit Muskeln oder auch mit Drüsenzellen kommunizieren. Und diese Kommunikation, um die zu ermöglichen, bedarf es eben dieser besonderen Kontaktstellen. Und diese Synapsen, sie sind der Ort, an dem die Erregungsübertragung letztlich stattfindet. Also das heißt, Synapsen stellen, man kann sagen, Verbindungs- oder Schaltstellen zwischen einem Axon und typischerweise einer anderen Nervenzelle dar. Wie gesagt, es gibt diese Verbindungsstellen aber auch mit nicht-neuronalen Zellen, wie eben Muskelzellen oder Drüsenzellen. Bei der Verbindung zwischen einem Axon und einer Muskelzelle, da sprechen wir von einer neuromuskulären Endplatte. Also diese Verbindung hat nochmal einen eigenen Namen sogar erhalten. Die meisten Kontakte aber natürlich in der Gesamtzahl oder auf die Gesamtzahl schauend, die werden zwischen zwei Neuronen hergestellt. Und hier sprechen wir dann von einer interneuronalen Synapse. Eine Synapse zwischen zwei Nervenzellen. Bevor wir uns den Aufbau und die Funktion der Synapsen genauer anschauen, würde ich aber gerne noch ein paar Worte zur Bedeutung dieses nun hier anstehenden Kapitels sagen. Das Verständnis der synaptischen Übertragungsprozesse, das ist nämlich von herausragender Bedeutung. Es stellt gleichsam die Grundlage der gesamten Hirnfunktionen und somit auch die Grundlage all unserer geistigen Fähigkeiten dar. Synapsen sind Dreh- und Angelpunkte unseres Nervensystems. So wie die Atome
als die Bausteine der Materie angesehen werden, so können Synapsen als die Bausteine des Denkens betrachtet werden. Das heißt, wenn ihr euch morgen an das erinnern könnt, was ich euch in diesem Moment erzähle, dann nur deshalb, weil sich in diesem Moment Synapsen in eurem Gehirn verändern. Bei jeder neuen Erfahrung verändert sich unser Gehirn, und zwar im Sinne von sich strukturell und funktionell ändernden Synapsen. Mit diesen Umbauprozessen geht automatisch auch eine Änderung der Eigenschaften der neuronalen Netzwerke einher. Ne? Sind doch diese Synapsen natürlich Elemente von Netzwerken. Also noch einmal, unser Wissen, unsere gesammelten Erfahrungen, all das, was uns auszeichnet, uns zu der Person macht, die wir sind, all das entsteht auf Grundlage der Speicherfähigkeit unseres Gehirns. Das heißt, auf Grundlage unseres Gedächtnisses. Und dieses Gedächtnis, das wird über sich verändernde Synapsen konstituiert. Das gelebte Leben schreibt sich ein in unser Gedächtnis. Und zwar in der Gestalt, dass es die architektonische und funktionelle Bauweise und Erscheinung der synaptischen Kontakte etabliert und je nach Lebensumständen auch ständig wandelt.